Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr etwas mit euren eigenen Händen fertig gebaut habt und es am Schluss dann genauso rauskommt, beziehungsweise genauso funktioniert, wie ihr es euch gedacht habt? Genau das Gefühl habe ich immer, wenn ich einen Drucker fertig baue und er dann anfängt zu drucken. Und genau das gleiche Gefühl habe ich auch beim MK3 gehabt, als ich ihn jetzt auf den MK3.9 upgradet habe. Was das alles gebracht hat, für wen das Upgrade was ist, für wen das nichts ist und welche Änderungen es in Bezug auf den MK3 zum MK4 gibt, erfahrt ihr in diesem Video und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Megorama.de und wir beginnen ganz vorne, nämlich vor der Bestellung, bevor wir überhaupt auf die Webseite gehen und uns überhaupt mal irgendwas bestellen, nämlich in der Knowledge Base, also in der Wissensdatenbank von Prusser. Dort müssen wir erst einmal im Prinzip einen Pre-Flight-Check durchführen. Das kann ich euch nur empfehlen, dass ihr das erstmal macht, bevor ihr da entsprechend irgendwas bestellt. Denn in dem Pre-Flight-Check wird euch gesagt, checkt doch mal hier entsprechend die ganzen Achsen durch, ob die alle noch in Ordnung sind. Und checkt doch auch mal, ob das Druckbett dann noch in Ordnung ist. Bei mir war das nicht mehr der Fall, denn ich zeige es euch, da sind hier oben überall entsprechend solche Kupferstellen zu sehen. Und das soll nicht sein. Deswegen habe ich mir nochmal nachträglich, weil ich das am Anfang nicht gesehen habe, entsprechend ein neues Druckbett bestellt. Das hat natürlich ein paar Tage gedauert, bis es hier war. Das geht recht schnell mit dem Versand von Prusser. Aber das hat natürlich das ganze Projekt ein, zwei Tage nach hinten gerückt, bis ich es fertigstellen konnte, weil ich warten musste, bis die Druckplatte hier ist. Von daher, wenn ihr euch ein paar Euro Versandkosten sparen wollt und auch entsprechend die Zeit einsparen wollt, nochmal auf Ersatzteile zu warten, führt diesen Pre-Flight-Check direkt vor Beginn des Zerlegens durch oder bevor ihr überhaupt bestellt. Und dann könnt ihr euch überlegen, okay, welches Upgrade nehmt ihr euch denn? Welche Upgrades gibt es überhaupt? Es gibt vom MK3, vom MK3S oder MK3S Plus die Upgrades auf den MK3.5, den MK3.9 oder den MK4. Beim MK3.9 kommt grob gesagt das Display und das Mainboard und natürlich noch ein paar Schrauben, Kabel etc. habt ihr nicht gesehen, entsprechend mit dazu. Beim MK3.9 kommt dann nochmal der Nextruder mit der Loadcell mit dazu und beim MK4 habt ihr dann nochmal zusätzlich das ganze Motorenpaket mit dabei, damit ihr entsprechend diese kleinen VFAs, die ihr an der Oberfläche von den Druckobjekten seht, loswerden könnt. Soweit grob im Überblick. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und könnte sagen, okay, Milchmädchenrechnung, ich verkaufe den MK3 und kaufe mir einen MK4 und guck mal, was ich für den MK3 bekomme. Da bekommt man aktuell irgendwas um die 300 bis 400 Euro bei eBay entsprechend für den Drucker, für den alten. Und dann kann man sich natürlich gleich einen MK4 kaufen oder einen anderen Drucker hat's gießen. Das ist natürlich alles schön, naja, über den Daumen gepeilt, ganz gut und schön. Aber ihr müsst bedenken, wenn ihr euren Drucker verkaufen wollt, ihr müsst erstens einen Käufer finden. Wenn ihr den Käufer gefunden habt, dauert es natürlich, bis der euch das Geld überwiesen hat. Wenn ihr das Geld entsprechend habt und ihr das Teil rausgeschickt habt, bis ihr dann entsprechend den neuen Drucker habt, dauert natürlich auch nochmal eine gewisse Zeit. Und dann kann es unter Umständen, naja, ein bis zwei Wochen durchaus dauern oder vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, wie lange das Ganze hin und her geht, bis ihr den neuen Drucker habt. Und wenn ihr den alten verkauft habt, wisst ihr, ihr müsst auch noch mal ein bisschen entsprechend Verantwortung dafür zeigen, falls dann irgendwas dran ist und das nicht ganz so stimmt und ist jede Menge Stress. Bei mir habe ich folgende Rechnung aufgestellt, ganz einfach, weil ich es auch im Betrieb immer so mache, ist ganz einfach, der Drucker ist jetzt bei mir der MK3, den habe ich damals gekauft, ist so mit silberner PSU, wie ihr sehen könnt, also mit silbernem Netzteil. Den habe ich damals vor über 8 Jahren gekauft und der hat bei mir jetzt fast ein Jahrzehnt lang wirklich ordentlich und gut gedruckt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, der hat mir so viel im Prinzip gedruckt und so viele Sachen gedruckt, mit dem habe ich auch meinen YouTube-Kanal aufgebaut und alles drum und dran, dass der Drucker sich für mich locker amortisiert hat. Also, dass er sich quasi gerechnet hat, dass ich im Prinzip umsonst gedruckt habe, wenn man so möchte. Das ist natürlich auch nur so über den Daumen gepeilt, aber im Grunde genommen kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt im Betrieb bin und kaufe eine Maschine und mit dieser Maschine gehe ich hin und produziere bestimmte Sachen und erwirtschafte dort Geld, dann hat sich nach einer gewissen Zeit diese Maschine auch bezahlt und dann kann es sich auch mal lohnen, entsprechend nochmal, was weiß ich, ein Upgrade oder eine neue Maschine zu kaufen. Und nicht anders rechne ich hier auch. Das heißt also, ich rechne jetzt hier bei mir 0 Euro einfach für den Drucker und kaufe mir dann das Upgrade und habe dann quasi fast einen MK4, bis auf die Motoren hier stehen. Und ja, ich habe mich für das MK3.9 Upgrade entschieden, weil ich gesagt habe, okay, ich habe unterschiedliche Druckplatten auch drüben stehen, die ich auf den MK4 oder jetzt auch auf den MK3.9 packen werde, damit ich einfach unterschiedliche Sachen drucken kann oder weil ich einfach unterschiedliche Platten getestet habe.
Und natürlich, wenn der eine Druck fertig ist, kann ich direkt den nächsten anschmeißen, einfach die Druckplatte draufpacken und mich in der Zwischenzeit um die andere Druckplatte kümmern. Dann brauche ich nicht jedes Mal nochmal neu zu leveln. Und das ist ein riesen Vorteil für mich, das spart mir Zeit. Deswegen war es für mich sinnvoll. Ansonsten, wenn ihr sagt, okay, das braucht ihr nicht, ihr habt eine Druckplatte, dann kann natürlich auch das MK3.5 Upgrade für euch interessant sein. Selbst wenn ihr jetzt aber auch sagt, okay, ich bin technisch nicht so versiert, kann ich euch beruhigen. So einen Drucker zusammenzubauen ist keine Rocket Science oder so in Richtung. Und selbst bei Prusa, gerade bei Prusa, die haben eine wirklich Weltklasse Dokumentation. Muss man einfach so sagen. Denn da ist nicht nur alles bebildert, sondern da sind auch nochmal hier die Schrauben entsprechend, wann ihr was wo reinschrauben müsst, welche Schraube ihr reinschrauben müsst, ist alles haarklein beschrieben. Und nochmal die Schrauben entsprechend und die ganzen Kabel alle farblich markiert auf den Bildern, damit ihr genau sehen könnt, wo was hingehört und wann was wo reinkommt. Das ist natürlich wirklich für Dummies gemacht und macht das Ganze echt einfach. Und ihr habt wirklich bis zur letzten Schraube wirklich eine gute Dokumentation, wie das Ganze funktionieren soll. Da braucht ihr euch auch gar keine Gedanken zu machen, hey, was ist, wenn ich die Stromkabel falsch anklemme? Die zeigen euch und erklären euch mehrfach, welches Kabel wohin kommt, welche Farbe wohin kommt, worauf ihr achten müsst und wie ihr das machen müsst, ist also echt ein Träumchen. Und wenn ihr dann mal irgendwo stecken bleibt und ein Problem habt, habt ihr immer noch den Weltklasse-Support von Prusa. Und ich kann es nur einfach nur sagen, das ist momentan in der Branche, im Konsumerbereich, sage ich mal so, der beste Support, den wir so momentan haben. Denn das Einzige, was die Leute auf Trustpilot zum Beispiel mal zu beklagen haben, ist die lange Lieferzeit vom XL. Ja, das ist nun mal so. Aber ansonsten ist der Support, soweit ich bisher mit ihm in Kontakt gekommen bin, wirklich sehr kompetent. Und ich kriege sogar, auch wenn es manchmal 2 bis 3 Tage dauert, bis ich eine Antwort bekomme, aber auch sonntags eine Antwort. Das will man auch erstmal erlebt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich Weltklasse. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen, inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Woven Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig, und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen, und damit machen wir weiter im Video. Schauen wir uns mal an, was müssen wir denn machen? Natürlich, wir müssen logischerweise erst einmal den MK3 zerlegen. Das heißt also, ich habe angefangen, die einzelnen Anbauteile hier Stück für Stück abzumontieren. Angefangen hier oben von den Z-Haltern entsprechend. Dann natürlich die ganze X-Achse raus, die X-Achse zerlegen. Die ganzen Gurte und alles raus, die Kugellager rausstrippen. Und die muss man dann reinigen und nochmal neu schmieren später. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und dann kommen natürlich die ganzen Anbauteile wie das Display, das Board, kommt alles weg. Einzig und allein der Rahmen mit dem Netzteil bleibt erstmal stehen. Die Motoren und sowas behalten wir natürlich auch, und natürlich die ganzen Linearstangen. Und natürlich passen zu den Linearstangen natürlich auch die ganzen Linearlager, dass wir dort entsprechend dann auch später nochmal neu drauf aufbauen können. Wenn ihr das dann zerlegt habt und euer Paket ankommt, dann macht ihr das auf und dann findet ihr je nach Upgrade verschiedene Boxen in diesem Paket. Bei mir waren das jetzt 2 Upgrade-Boxen, das hier ist jetzt die 2 von 2, ich habe nochmal eine 1 von 2 und nochmal eine Packung gehabt mit den Z-Stangen hier, mit den Z-Linearstangen, die ich dann verbauen muss. Die sind ein bisschen dicker als beim MK3 und natürlich jede Menge Upgrades entsprechend. Beim MK3.9 ist hier unten nochmal ein Punkt, den ich echt geil finde. Ist hier unten einfach bei den Z-Motoren nochmal so eine Gummimatte dazwischen. Ja, die kriegt man nochmal neu dazu. Es sind so kleine Details, die das dann entsprechend ausmachen. Nicht nur das Display, was einem direkt ins Auge fällt, sondern auch die Art und Weise, wie hier hinten dran zum Beispiel mal die X-Achse oder auch die Y-Achse entsprechend gespannt wird. Dass das, finde ich persönlich, angenehmer gemacht wird und ein bisschen versteckter, dass man es nicht so offensichtlich sieht, dass es nochmal ein bisschen sauberer aussieht von der Optik her. Und man bekommt natürlich nochmal hier schöne Klemmen und alles drum und dran, um die ganzen Kabel wirklich festzuklemmen, damit die auch wirklich dort sind, wo sie hingehören. Das muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen bei den ganzen Details, die der Drucker so im Prinzip dann mit sich bringt.
Man fängt dann im Grunde genommen an und baut erstmal Stück für Stück den Drucker wieder auf. Das heißt also erst einmal den Rahmen nochmal aufbereiten, dass der soweit funktioniert. Dann kommt die X-Achse dran. Die X-Achse kommt dann auf die Z-Spindeln drauf, auf die Z-Stangen und wird dann so Stück für Stück zusammengebaut und man wird wirklich Stück für Stück herangeführt, wo man drauf achten muss und was man umbauen muss. Jetzt habe ich eben erwähnt, dass bei den Lineallagern, bei den Linearkugellagern, die hier auf die Linearstangen kommen, dass es da so ein bisschen was zu erwähnen gibt, nämlich dieses Teil. Und da muss ich sagen, da haben die Jungs bei Booster richtig Spaß, denke ich mir mal. Denn diesen Einlauf verpasst man quasi dem Lineallager. Den führt man quasi ein und drückt dann hier drauf und dann kommt dann hier aus den ganzen Löchern, kommt dann entsprechend das Fett raus, damit man die Lager von innen schön fetten kann. Das ist wunderbar gemacht, muss man sagen. Man bekommt all die Hilfsmittel mit dazu, auch diese Tube mit Schmiermittel und sowas in Richtung. Plus nebenbei gesagt, ich würde mir wünschen, dass man das bei euch im Shop oder, keine Ahnung, irgendwo sonst in Europa irgendwo als Empfehlung nochmal vielleicht irgendwie in einer größeren Packung kaufen könnte. Denn die kleine Tube reicht natürlich für den Zusammenbau und vielleicht noch für ein, zwei Mal Spielen hinterher. Ich weiß, der MK3 hat nicht viel gebraucht in den 8 Jahren. Ja? Der ist einfach gelaufen und hat einfach funktioniert. Aber ich würde mir nichtsdestotrotz wünschen, einfach mit regelmäßigeren Wartungsintervallen einfach noch ein bisschen mehr Schmiermittel bestellen zu können. In größeren Mengen wäre natürlich sinnvoller, dass ich nicht immer die kleinen Tuben habe, die ich wegwerfen muss. Wenn ihr dann soweit die X auf der Z-Achse habt und soweit alles entsprechend hier verbaut ist und alles soweit fein ist, kommt natürlich nochmal zum Schluss entsprechend das Display dran. Das Druckbett wird auch nochmal montiert. Da gibt es dann auch so ein paar kleine Unterschiede, dass das Druckbett im Vergleich zum MK3 nicht mehr auf solchen, ich sag mal, runden Abstandshaltern gelagert wird, sondern auf verschraubbaren Halterungen. Das sind aber kleine Details. Ich habe mir damals beim MK3 diese Abstandshalter rausgeschmissen, weil man kann ja im Schlitten unten die Schrauben reinstrehen. Da ist ein Gewinde drin und habe mir dann den Nylock-Mod verbaut. Das Ganze sieht dann von der Unterseite so aus. Das heißt also, ich habe hier selbstsichernde Muttern, die im Prinzip die Schrauben hier oben fest drin halten. Man muss das Ganze so drehen, dass die Schrauben sich noch drehen lassen, mühelos. Aber im Grunde genommen konnte man so dann im Prinzip das ganze Druckbett wunderbar glatt leveln. Dafür habe ich dann bei Octoprint damals den Batmesh-Leveler genommen. Das ist ein Plugin für Octoprint, was ich benutzt habe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, der MK3 hat. Schaut euch das Video nochmal an. Da habe ich das gezeigt, wie das genau geht. Das braucht ihr hier jetzt natürlich mit dem Next-Ruder nicht mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr das dann alles verbaut habt, funktioniert das wirklich wunderbar. Ich habe jetzt hier schon gleich, weil ich gerade dabei war, natürlich schon ein paar Mods verbaut. Wie zum Beispiel mal hier vorne entsprechend diese leicht zugänglichen Halterungen für die Linearstangen hier auf der Y-Achse. Ich habe auch hinten aus Erfahrung heraus entsprechend, weil ich ja damals den MK3 schon im Enclosure stehen hatte, mir schon so eine, ich sag mal, modifizierte Version für die Halterung von dem Druckbettkabel gebaut, ja, oder beziehungsweise gedruckt. Das heißt also, das Druckbettkabel geht hinten nicht gerade raus, sondern geht so leicht um die Ecke raus, damit, wenn das Druckbett dann nach hinten fährt, es im Gehäuse nicht anstößt. Hier zum Beispiel mal vom Hortentlüfter so einen Abluftschacht im Prinzip, dass die Luft quasi nach oben weggeht, nicht aufs Druckbett drauf geht. Eine leichtere Tür mit einem Fanschraub, der komplett einmal so um die Düse rumgeht. Das sind alles so Dinge, die ich mittlerweile modifiziert habe. Und ich habe gestern Abend, als ich den Drucker um 23.30 Uhr, glaube ich, war es, in Betrieb genommen habe. Ja, da habe ich ihn fertig gehabt. Ich habe ihn direkt gestartet und habe direkt gedruckt mit dem Drucker. Und da habe ich schon direkt beim ersten Druck gemerkt, dass die Luft wirklich regelrecht hier oben rausgeht und einem ins Gesicht bläst. Ich meine, das ist natürlich doof, wenn ich jetzt davor stehe, aber im Grunde genommen geht die Luft dann nach oben weg und nicht aufs Druckband. Das ist wirklich genial. Ihr findet den Link zu den ganzen Modifikationen, die ich da eingebaut habe, natürlich unten in der Videobeschreibung. Kann ich nur empfehlen, schaut es euch an. Schaut euch vor allen Dingen die detaillierte Beschreibung an, wie das zu drucken ist, mit welchen Einstellungen, mit welchen Materialien. Denn sonst habt ihr keinen Spaß dabei. Aber wenn ihr das befolgt entsprechend, dann seht ihr die Fanshort echt gut aus. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein schönes Upgrade einfach ans insgesamt. Also es ist im Prinzip für mich jetzt, als wenn ein komplett neuer Drucker da stehen würde. Von der Elektronik her ist es ja auch fast ein komplett neuer Drucker. Von der Hardware her ist es immer noch mein MK3 mit ein paar neuen gedruckten Teilen. Der Druckkopf hat sich ein bisschen geändert. Da habe ich, wie ihr wisst, den Extra-Extruder vom Bear Bruiser Mod entsprechend eingebaut. Der hat wunderbar funktioniert und war super leicht zu warten. Den habe ich auch noch. Der geht nicht weg. Den habe ich hinten in der Kiste. Da gehen einzelne Teile jetzt demnächst entsprechend an die Schule. Und die restlichen Teile hebe ich mir auf als Ersatzteile für diesen Drucker.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, er druckt bisher ganz gut. Ich habe jetzt auf dem Drucker schon knapp 11 Stunden Druckzeit drauf, obwohl ich den gestern Abend um 11 Uhr erst in Betrieb genommen habe. 11, halb 12, sowas in der Richtung. Und der eigentlich entsprechend fast durchgedruckt hat seitdem. Klar, jetzt habe ich angefangen, das Video zu drehen und vorzubereiten. Da war er jetzt natürlich ruhig, weil ich erstmal im Prinzip was vorbereiten musste. Und heute Nacht hat er angefangen, was zu drucken. Als er fertig war, hat er auch Leerlauf gehabt. Ja? Aber ansonsten hat er fast komplett durchgedruckt. Gedruckt habe ich mit dem Drucker über Prusa Connect. Das ist die cloud-basierte Farm-Software von Prusa. Da kann man den Drucker hin connecten. Nicht, weil ich jetzt unbedingt so ein Fan von Cloud-Software bin und Prusa ganz nebenbei. Ich würde mir wünschen, dass es diese Farm-Software dann auch entsprechend als Self-Hosted-Variante gibt, dass man das Ganze auf einen Raspberry Pi oder auf einen alten Mac Mini packen kann. Das wäre echt mega. Oder zumindest mal ein paar Features davon, Druckbett vorheizen und sowas in Richtung, dass man das auf die Prusa Link Software draufpackt, die auf dem M-Café direkt läuft. Ja? Das würde mich echt mega freuen, weil das wäre natürlich sehr genial. Mit dem Prusa Slicer 2.8, glaube ich, ist es. Kommen natürlich auch noch mal ein paar mehr Features dazu. Da werden wir uns auch noch mal entsprechend drüber unterhalten, wenn es soweit ist. Aber ich muss sagen, ich wollte es einfach mal testen, weil mein Kontakt bei Prusa hat immer gemeint gehabt, ey, teste das doch mal aus. Das funktioniert auch auf Dings. Und ich kann sagen, ja, es ist ganz schön, es ist ganz angenehm, aber mir fehlen so ein paar grundlegende Features. Zum Beispiel, naja gut, zur Überwachung oder so Richtung muss man jetzt nicht unbedingt, weil es ist eine Web-App. Das heißt, man kann sich auf dem Handy einloggen, kann es dann jederzeit überwachen. Aber mir fehlt zum Beispiel mal Webcam-Support. Ja, also dass ich wirklich über den USB-C-Anschluss hier hinten einfach eine Webcam anschließe und nicht noch irgendwie ein altes Handy oder ein Raspberry Pi mit einer angeschlossenen Kamera irgendwie, ich sag mal so, nochmal abstellen muss, wo ich dann nochmal einen Netzwerkstecker brauche, um das Ganze zu betreiben. Das ist natürlich nervig, weil ich betreibe eigentlich gerne so gut es geht alles über Ethernet-Ports, damit ich alles wirklich auch stabil habe von der Verbindung her. Ja? Das sind so Sachen, die mich wirklich dran stören. Das sind so ein paar Kritikpunkte an Prusa Connect, die ich habe. Aber er hat gedruckt ohne Ende. Und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, was er gedruckt hat. Das hier, ganz nebenbei, das ist so eine Fanshroud, die ihr mitbekommt. Ihr seht, ich habe hier unten meine eigene gedruckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die hier sieht schon genial aus. Die ist aus ASA gedruckt, kriegt ihr normalerweise auch bei jedem anderen Drucker von Prusa mit dabei. Also beim MK3 war eine mit dabei, die auch gedruckt war von Prusa, weil die halt nicht davon ausgehen, dass man das Ding ins Gehäuse stellt und sich sowas selbst druckt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht schon richtig nice aus. Ist vermutlich auch im MK4 gedruckt worden. Druckqualität ist echt mega geworden mittlerweile bei Prusa. Die ersten Modelle vom MK4, da muss ich sagen, da war die Druckqualität von den gedruckten Teilen noch nicht so bombe, aber Prusa entwickelt sich auch weiter. Die haben halt die ersten Modelle auf dem MK3 noch gedruckt und dann entsprechend auf dem MK4 umgestellt. Und das merkt man einfach, dass die Qualität besser wird. Was habe ich gedruckt? Ich habe mir hier jetzt mal so einen Teil gedruckt. Das ist ein Objekt, habe ich auf Printables gefunden, wo auch sonst. Wo ich einfach jetzt hier mal eine Miniatur für D&D oder für Tabletop-Spiele entsprechend einfach einklemmen kann und dann kann ich die ganz mühelos bemalen. Wir werden demnächst auch nochmal, wenn ich die Figuren vom Haylord Mage S aufbereite, hier auch nochmal ein paar Sachen einklemmen und die dann bemalen, sobald ich nochmal die neuen Farben da habe. Da wird es dann auch nochmal eine Livestream-Session geben. Wer das nicht verpassen will, gerne Kanal abonnieren. Und da muss ich sagen, ist tadellos rausgekommen. Waren jetzt, glaube ich, 2 Stunden Druck für die beiden Teile. Hat wunderbar funktioniert. Den Griff habe ich 2-mal gedruckt, weil ich einmal so deppert war und den Support aktiviert hatte. Das heißt also, hier innen drin im Gewinde den Support rauszufriemeln, das habe ich mir gespart. Aber der ohne Support ist natürlich wunderbar rausgekommen, muss man einfach sagen. Auch hier eine wunderschöne Zettner, die aussieht wie geleckt. Und dann habe ich angefangen, mir für den Schreibtisch hier so ein kleines Teil zu drucken, das wirklich auch wunderbar rausgekommen ist. Ja, gedruckt mit dem Ethan PLA Plus, was ich noch da hatte, sieht wirklich aus wie geleckt, kann man sich nicht beschweren. Das hier ist nochmal der Deckel dafür und das Gehäuse dafür werde ich auch nochmal drucken, dass ich quasi auch im Schreibtisch dann hier sowas habe, wo ich die Schublade hier zumachen kann, wenn ich da Ruhe brauche. Und dann habe ich mir nochmal was gedruckt, um so ein bisschen die Toleranzen zu testen. Das ist hier so ein Fidget-Clicker und ihr hört schon, das Ding funktioniert, ja. Funktioniert wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Link zu den ganzen Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist ein schönes Gefühl. Den alten Drucker, den ich hatte, den MK3, der jetzt fast ein Jahrzehnt bei mir war, der unzählige von Tausenden von Druckstunden auf dem Buckel hatte und wirklich seinen Dienst erledigt hatte, nochmal ein neues Leben einzuhauchen. Genau für sowas lohnt sich das, finde ich mal. Wenn ihr einen MK3 habt oder einen MK3S habt oder auch einen MK3S Plus,
und ihr sagt, okay, ihr wollt den Drucker jetzt nicht unbedingt entsorgen, weil jedes Jahr ein neues Modell von Hersteller XY rauskommt. Dass ihr sagt, okay, ihr wollt gerne nachhaltig die Dinger wirklich lange am Leben halten und Spaß dran haben, dann ist das genau das, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, okay, das interessiert mich nicht, ihr wollt immer das Aktuellste an Features haben und ihr seid handwerklich nicht begabt und habt keine Lust, einen Drucker zusammenzubauen, dann ist das natürlich nicht der richtige Ansatzpunkt. Vielleicht ist dann ein MK4 oder aber auch ein anderes Modell vielleicht besser für euch. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen guten Eindruck vermitteln können, was denn das MK3.9 Upgrade oder die ganzen Upgrades vom MK3 auf den MK3.5, 9 oder 4 ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meine Unterstützer, die mich hier auf YouTube oder aber auch auf Patreon finanziell unterstützen. Wenn ihr mich auch finanziell unterstützen wollt und solche Projekte mich bei solchen Projekten unterstützen wollt, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr mal auf YouTube bei den Kanalmitgliedschaften nachguckt oder aber auch auf Patreon. Vielen lieben Dank natürlich auch an meine Sponsoren PCBWay und Surfshark. Und in diesem Sinne, hot in the line, happy printing und ciao.